So, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Wir haben diesmal wieder eine Manga Mafia Special Box für 250 Euro mit einem Inhalt von 450 Euro. Und die möchte ich natürlich wieder mit euch zusammen auspacken. Die gibt es nur einmal im Jahr. Da haben wir das schöne Ding. So werden die Tüten immer dekoriert. Die haben einen schönen Aufkleber. Hier seht ihr auch 250 Euro und Inhalt von 450. Die werden meistens so gegen November, Dezember rum verkauft. Und einen Monat hat man dann Zeit, um zu kaufen. Und nach dem Monat werden die dann auch gepackt und ausgeliefert. Wir haben unsere interessanterweise diesmal 3 Tage früher gekriegt als eigentlich zum Bestellungstermin. Und umso mehr freue ich mich eigentlich, das jetzt schon mit euch auspacken zu können und nicht erst in 3 Tagen. Glaubt gar nicht, wie gespannt ich diesmal bin, was da alles drin ist. Gucken wir mal ein bisschen. Einfach. Gut, warum nicht? Ein Käppi von Yu-Gi-Oh! Aber ich glaube, unser alter Joey benutzt in diesem Kampf sein Köpfchen. Da. Das ist ein Plüschkissen. Ein Kätzchen mit Fledermausflügeln. Oh. Ein Legend of Zelda Rucksack. Der sieht auch noch echt gut aus. Kingdom Hearts 3. Da haben wir dann eine Überraschungsfigur drin. Und diese kann eine von denen hier sein. Donald, I thought your magic decided how I look. Explain. Simple, that's that Ein Notizbuch von Death Note. Er hat weder Angst vor mir, noch versucht er sich einzuschleimen. Stattdessen lässt er keine Gelegenheit aus, um an mir rumzunörgeln. Eine Pokémon-Getränkeflasche. Ein 3D-Bild. Dragon Ball Z. Ich hatte noch nie einen so fröhlichen Gegner wie dich. Oder bist du nur dämlich? Das würde mich allerdings wundern. Immerhin bist du ja ein Super Saiyajin. Noch ein Kiss. Was ist das denn? Noch eine Katze. Wenn man es ja auch in der Tasche nicht ganz erkennt, so. Sind es gleich zwei. Ich weiß nicht, warum ich ihn genau halten soll. Es ist ein Dragon Ball und zwar der mit 4 Sternen. All right, but I still get to keep my grandpa's ball. Oh. Okay. Oh. Oh. Okay. Pokémon Karten. Auch nicht schlecht. Es ist soweit. Beginn! Ich spüre, wie sich die Spannung aufbaut. Okay. Eine Funko Pop Figur. Alita Battle Angel. Huch, da fällt was um. Muss vorsichtig sein.
Wer wollte nicht schon immer mal ein Minecraft-Schwert haben in echt? So, was ist denn da so schwer? Ich würde jetzt sagen, eine Schreibtischunterlage, weil Poster ist das nicht ganz, dafür ist es zu dick. Auf Dragon Ball. So. Oh. Perfekt eigentlich, ne? Nachdem jetzt das Jahr 2023 begonnen hat, haben wir direkt einen Pokémon-Kalender dazu. Mit den nicht nur Starter, aber einige schöne Figuren dabei. Jetzt haben wir hier noch eine Kleinigkeit. Tesafilm mit My Hero Academia. Ein bisschen Kleinvieh muss auch dabei sein, ha? So, was haben wir da noch? Oh. Haben wir einen Schlüsselanhänger. Auch von My Hero Academia. According to doctor, that's not something we need to know. Wir haben wieder Glück mit Dragon Ball, habe ich so das Gefühl. Ein Kissen von Dragon Ball. Haben wir noch eine hübsche Figur? Fate Grand Carnival Special Figures Nero. Schau nochmal, aber ja, nee. Damit haben wir's. Das war unsere diesjährige Ausbeute, der Special Lucky Bag von Manga Mafia. Vielen lieben Dank.